Gabi Köster, Karl Dall, Lisa Fix, Jörg Knörr und hier ist Ihr Gastgeber Jochen Busse. Ja! Einen wunderschönen guten Abend! Ja, und wieder einmal begrüße ich Sie in meiner bekannten liebenswürdigen Allzu 7 Tage 7 Köpfe. Heute das erste Mal im Jahre 1997 und das an einem 14. Februar. Und was ist heute, meine Damen und Herren? Valentinstag. Valentinstag ist nicht kein Dienstag, sondern ein Tag des Valentins. Und da beschenkt man sich. Wem schenkt man was? Seinen Partnern. Den weiblichen Partnern schenkt man Blumen. Ich habe nur zwei weibliche Partner dabei, allerdings für jeden eine Blume. Liebe Lisa, liebe Gabi. Jawohl. Auch das ist aber mal schön. Ist das nicht schön? Und das hält sich auch, das ist gleich so vor. Gesehen, wunderbar. Das schön an dieser Stelle ein. Applaus, danke, sehr lieb. Und heute, meine Damen und Herren, mein Gast heißt Jörg Knörr. Ich frage ihn gleich als erstes, was glaubst du, wem schenkt heute wer was für Blumen? Also zum Beispiel Dieter Bohlen, denke ich, der wird seiner Verona wieder ein frisches Veilchen schenken. Mike, wie ist bei dir? Ja, ich würde meiner Geliebten eigentlich auch gerne Blumen schenken, aber meine Frau gibt mir kein Geld. Gabi, hast du Blumen bekommen? Ja, also bei uns ist es so, mein Mann hat immer einen Tag nach dem Valentinstag Geburtstag und wenn der mir keine Blumen schenkt, kriegt er auch nichts zum Geburtstag, ist klar, ne? Und da hat man heute Morgen frische Blümchen an Bett gestellt, war ich sehr glücklich drüber, ja? Frisches Sträußchen Petersilie aus dem Supermarkt. Geil, was schenkst du denn für Blumen? Ich schenke keine Blumen, dafür verschenke ich Samen. Meine Damen und Herren, Sie sehen, Karl Dall ist wieder bei uns, wie wir ihn kennen. Ihn auch so lieben. Ja, das werden wir gleich sehen. Da kommen wir nämlich wieder mit Karl. Er was een vogel in de beestje, kon niet kakken, was een veertje aan zijn poepetje blijven plakken. En hij zei, die had gedaan, hij zei, verdomme, hoe is een veertje mijn poepetje gekomen? Sieben Tage, sieben Köpfe. War das holländisch, Rudi? Eine informative Sendung. Platt. Wie das Land. Wir wissen alle, um was es sich handelt. Es geht um Valentinstag. Und Strösschen wurden auch geschmissen beim größten Ereignis in der letzten Woche. Strösschen heißt Sträuße, nicht? Blumensträuße schmeißt man sich dazu. Ja. Es war der Karneval zu Rosenmontag, war ich dabei. Tolles Ereignis, kann ich Ihnen sagen. 140.000 Tonnen Kamellen haben die Leute hier durch die Luft geschmissen, alle verpackt. Dieser Rosenmontagzug, endlich mal ein schönes Ereignis und eine Gelegenheit, unsere neuen Müllverbrennungsanlage endlich auszunutzen, sodass sie auch voll tätig sein konnten. Eine große Karnevalistin, meine Damen und Herren, sitzt zu meiner Seite. Eine junge, aktive, wollen wir sie, Nailas Assi ist schon da. Gabi, die erste Alternative. Was kannst du uns so faszinierend erzählen? Also ich muss wirklich sagen, das war furchtbar. Also ich habe einige Sitzungen im Fernsehen gesehen, das war ja wirklich das Grauen. Also ob jetzt alternativ oder traditionell, das war quasi wie wenn McDonald's nach der Yum-Yum-Wochen, ne, über uns der Müller mal ausgibt. Das war das kalte Grauen. Aber ich meine, da muss man jetzt mal dabei sagen, Karneval war ja erst der Anfang. Jetzt geht es weiter. Jetzt kommt Ostern. Ne? Ja, die Hoppelsitzung aus Düsseldorf. Ne? Der Kölner Karnickelball. Ne? Das geht immer weiter. So, ja, Rudis Hühnershow ist angemeldet worden jetzt zu Ostern. Ne? Ja, ja. Ich gehe auch nicht mehr zum Karnevalsumzug. Das erinnert mich an die Holländer. Ja, ja, haben alle einen Anhänger und fahren Schritttempo. Ich war jetzt im Urlaub und da waren in meinem Hotel auch viele Holländer. Ich weiß gar nicht, so lustig fand ich es gar nicht. Die Holländer bestimmt auch nicht. Ja, ja, waren ja auch oft auf ihren Zimmern. Lisa, was sagt ihr denn Fasching? Ich war das erste Mal seit Jahren wieder auf einem Fasching. Es war schrecklich.
Also in dieser Halle in Bayern um 22 Uhr waren alle sturzvoll auf den Tischen, haben gegrölt und der Ansager hat gerufen, Prost, ihr Säcke! Und dann hat eine grauenhafte Band, hat 3 Stunden nonstop gespielt, das knallrote Gummiboot, Polonaise und Blankenese. Was war das noch? Dann? Ja, und dann hat die 1.500.000. ekelerregende Version von Macarena. Und meine Nachbarin, die hat so eine Fette, die hat als Hawaiianerin ist die gekommen, wo die Wampen so über die Plastikblumen drüber hängt. Der Lateinlehrer, Gott sei Dank als Scheich, hat man nicht viel gesehen. Und der rachitische Typ von der Sparkasse, von der Kreditabteilung, der ist als Neger mit dem Bastrock gekommen. Also die sind alle als ihr eigenes Feindbild gegangen, verstehst du? Das war schrecklich. Und ich bin auch als mein eigenes Feindbild gegangen, aber im Kombi-Look. Ich habe ein Dirndl-Oberteil angezogen und unten eine Hose von einer Polizistenuniform, ganz unten Springerstiefel, auf dem Kopf einen Trachtenhut und eine Porsche-Brille und um den Hals ein Schild, ich rauche gern. Nur in Paderborn hat es nicht viel Spaß gemacht. Da mussten sämtliche Karnevalsumzüge mussten abgesagt werden wegen der Schweinepest. Ach. Ja. Haben Sie den Elferrat erschossen? Ik zit hier gerne als stichwortgever, maar du solltest sagen, hij had net Elferrat geschlachtet. Dat is wel. Ja, oké. Het maakt ook veel maal. Also weißt du, wie die Schweinepest verbreitet wird? Nee. Das kommt auf diese Kamerateams vom Fernsehen, die von einem Bauernhof zum anderen schleichen. Die verbreiten das. Ja. Aber wie hast du Karneval verbracht? Entsetzlich. Ich bin maskiert gegangen, wurde sexuell belästigt an jeder Ecke. Es war angepöbelt, haben sie mich getreten und wieder sexuell belästigt. Ja. Es war ekelhaft bis erregend. Ja, was? Was hattest du da für eine Maske? Die Maske? Ja. Die habe ich dabei. Hier. Ja, sag mal, hast du eigentlich so Karneval so als Mann Erfolg? Natürlich. Ich habe die ganzen letzten 30 Jahre alle Frauen, die ich vernascht habe, habe ich katalogisiert, alphabetisch nummeriert und aufgeschrieben. Wahnsinnig, was da die letzten 30 Jahre so angefallen ist. Ja. Alphabetisch? Ja. Nennen wir die ersten zwei. Anna und Zenzi. Das Karnevalsmotto in Köln war ja, nichts bleibt, ist, das ist, glaube ich, zu deutsch, nichts bleibt so, wie es jemals war. In Düsseldorf haben Sie ein ganz anderes Motto gehabt, das heißt, das schlucken wir auch noch, zu deutsch Harald Juncker. Es gibt ein Stichwort, ein Sprichwort in Deutschland, das heißt, bleibe im Lande und nähre dich redlich. So hat es Juncker nicht gemacht, er ist nach Amerika gefahren und hat sich dann um Kopf und Kragen geredet. Dabei hätte er beinahe... Damit hätte Harald Juncke beinahe verhindert, dass es die Klinik unter Palmen weitergegeben hätte. Aber damit hätte uns einen großen Gefallen getan. Es kommt dann leider nicht dazu. Harald Juncke, was sagt dazu Maike Krüger? Also ich habe eigentlich bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass Harald trinkt, bis ich ihn jetzt letzte Woche nüchtern in der Fernsehsendung gesehen habe. Und zwar hat er da ein Interview gegeben und da hat er gesagt, also ab sofort nehme ich nur noch gesunde Getränke zu mir. Ich beginne jetzt jeden Morgen den Tag mit dem Saft von 3 Martinis. Also er will sich jetzt Mühe geben, auch seine Familie will wieder mehr für ihn sorgen, ihn nicht immer um die Welt jagen und von ihm leben, sondern seine Frau kümmert sich rührend um ihn. Zum Geburtstag hat sie ihm letztes Jahr ein goldenes Benzinfeuerzeug geschenkt. Das hat er in einem Schluck ausgetrunken.
Ja, aber es geht doch wieder aufwärts mit Harald, ne? Also er hat im Suff gecheckt, dass er in Amerika ist und er hat einen Schwarzen als solchen erkannt. Das ist doch ein Fortschritt. Ja. Und seiner Popularität hat es auch nichts geschadet, weil gestern habe ich im Kreuzworträtsel gelesen, Alkoholiker mit 6 Buchstaben, Junke. Jörg, lass doch mal hören, du bist doch vertraut mit den Leuten, die Junke in letzter Zeit umgeben haben. Du kennst ihn selbst. Schilder doch mal. Naja, ich meine, der ihn ja sehr intim kennt und auch mit ihm dauernd um die Häuser zieht, Udo Lindenberg. Nein, der hat nicht mit ihm um die Häuser. Sie haben gleich an der Bar gesessen. Ja, genau. Der hat sich natürlich noch schwer eingesetzt für ihn. Ich habe ja versucht, Harald noch so ein bisschen zu bewegen, noch den letzten Rest von Peinlichkeit zu beseitigen. Ich habe gesagt, Harald, angerufen, habe gesagt, Harald, möchtest du dich nicht mit dem Schwatten mal ein bisschen versöhnen, entschuldigen, was los? Und er hat gesagt, ich weiß noch nicht, ich schwanke noch. Also, so war es. Aber Jochen, was ich toll finde, dass dieser Sender RTL zu Harald hält. Denn morgen wird Harald zusammen mit den Doofen bei Samstagnacht auftreten. Ach, guck mal, wissen Sie das schon? Ja, ich hab's schon gesehen, die Generalprobe läuft ja hier. Und da singt dann Harald ungefähr: Nimm mich jetzt, auch wenn ich trinke, denn sonst hieß das Winke, Winke und Goodbye. Sonst geh ich zur Klinik rüber, da ist schon die nächste Leber für mich frei, so ähnlich. Wie reißt es an dich, weg von der Parodie hin zur Realität, wie es deine Art ist? Weißt du denn, was Junker auf Englisch heißt? Nein. Junkie. Aber ich meine, ich muss direkt dabei sein. Amerika hat sich jetzt alles wieder beruhigt. Polizisten sind auch mal in sich gegangen und waren auch sehr froh, weil die können jetzt von der Blutprobe vom Junke 5 Kameradschaftsabende machen. Ne? Da haben die auch Spaß. Dann außerdem kriegt der Junke jetzt auch eine Talkshow auf Sat.1. Ne? Voller Junke, volles Programm. Ist die einzige Sendung in Deutschland, in der live deutscher Alkohol getrunken wird. Ne? Ja, das ist super. Letztlich ist es doch so, egal was der Junge tut, der singt nächstes Jahr einfach wieder I did it my way und dann ist er wieder jung. Na, so ist der Druck. Warum trinkst du eigentlich aus einem Aschenbecher Wodka? Ich möchte auch mal eine Woche lang in die Schlagzeilen kommen, Rudi. Ich habe hier etwas da auf Sunset Boulevard, da sind so die Händeabdrücke und Fußabdrücke der Filmstars und so. Und da hat er sich dann fotografieren lassen, so auf den Knien, dann mit den Händen nach vorne bei Frank Sinatra. Also so ist er da hingegangen. So. Und die Amerikaner, die wussten nicht, dass sie normalerweise in Deutschland sich immer so fortbewegen. Aber ich meine, wenn er dann wieder nüchtern ist und dann wieder im Fernsehen zum sovielten Mal sagt, meine Popularität in Deutschland, mein Publikum, meine Fans. Dann wird es Zeit, dass jemand ihn noch mal eben aufklärt. Ja, denn für viele Menschen stimmt das nicht mehr. Und lass uns nur ehrlich sein, wir stehen alle unter Druck. Wir haben alle Disziplin, Schüler, Arbeiter, Chefs, Künstler noch mehr, wenn wir so viel Geld verdienen. Wir haben alle Disziplin einfach. Und wenn Harald Junke einen Telestar kriegt in November und kommt auf die Bühne für sein Lebenswerk diesen Telestar in Empfang zu nehmen. Und 1000 Kollegen stehen auf und bringen ihm eine stehende Ovation. Ja, dann glaube ich, dann krankt auch unsere Branche. Dann stimmt etwas nicht. Ja. Dann kriegt er das Gefühl von, ich kann mir alles leisten einfach. Ich bin sowieso... Die Steuerreform ist absolut fraglich, die Rentenreform steht ebenfalls in Frage, Arbeitslosenzahlen halbieren, eine absolute Frage. Gesundheitsrose sowieso immer eine Sache, die in Frage stand. Ich brauche jetzt von meinen 6 Köpfen, ich habe alles gesagt, die Antwort. Karl, was sagst du zur Politkrise in Deutschland? Es gibt Themen, die interessieren mich sehr. Ja, dann möchte ich jetzt dazu etwas... Da gibt es Themen, die interessieren mich weniger. Und da gibt es auch Themen, muss ich hier mal sagen, die interessieren mich überhaupt nicht. Ja, ich möchte aber jetzt etwas über die
Ja, und das Politik Letzte ist es. So. Ja. Wenn Karl die Renten nicht interessieren, weil er bereits ausgesorgt hat, es gibt solche Leute auch unter uns, dann frage ich, wie siehst du das, Jörg? Oder wie sieht eine deutsche Rentnerin das vielleicht? Ja, da Inge Meisel zum Beispiel. Genau, eine der berühmtesten deutschen Rentnerinnen. Ja, also, das muss ja mal gesagt werden, nicht mit den Renten. Das ist ja so, da muss man ja wieder arbeiten. Und ich weiß, da gibt's ja jetzt, zum Glück gibt's ja nur Viva 6, nicht? Das ist ein Sender ohne Altersbeschränkung, aber mit beschränkten Alten, wie zum Beispiel mich. Und deswegen... Und das muss ich mal sagen. Da bin ja nicht nur ich betroffen, also da verdienen sich viele Seniorengruppen ihr Geld bei diesem Viva 6. Zum Beispiel Old Spice Girls, die Bulletin und Breakfast, Kurt in sie Altersheim, Gebisse Part und was es sonst so alles gibt. Aber ich sag Ihnen, dann mache ich die Hitparade rauf und runter. Ich sag ja immer noch Hitparade, weil wenn ich einmal Charts sage, da fliegt mir immer das Gebiss raus. Ja, Gabi, du mal, du bist so jung und frisch, du kannst auch was Knackiges sagen. Ja, jung, frisch, aber frisch. Ich muss mal sagen, diese ganze, also jetzt im Moment haben wir die höchste Arbeitslosenquote seit 1933, muss man mal dabei sein. Ne? Ich meine, damals haben die das ja auch geschafft. Ich sage mal eins, baut doch einfach wieder Autobahnen. Ne? Ich habe nämlich gesehen, zwischen Krunkel, Eckbert und hier, ich kann das hier nachlesen, Niederholzklau, da ist doch eine freie Stelle. Ne? Und wenn ja nichts wird, könnt ihr auch bei mir in das Wohnzimmer kommen, ich hab Platz. Ne? Ja. Aber ich meine, die ganze Politik, die lahmt doch einfach. Ja, ja. Das sieht man doch. Nehmen wir mal die Bundestagssitzungen, wie die früher waren. Und heutzutage, passiert nichts. Ja. Die Bundestagssitzungen sind ein Beweis dafür, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Und jetzt das Gerede über die Große Koalition. Und da ist natürlich etwas dran. Denn wir zum Beispiel, wir sind auch eine Große Koalition. Jeder von uns hatte seine eigene Show. Ja? Ich will nicht sagen, dass es bergab ging, aber wir haben uns zusammengetan und jetzt haben wir eine Supershow. Ja, aber Moment, die 4,6 Millionen Arbeitslose bleiben ja trotzdem. Die bleiben trotzdem, das ist schade, ja. Aber du denkst immer mit, Jörg, du. Super. Nein, aber schau mal, 4,6 Millionen. Und besonders die ganzen arbeitslosen Männer, die haben ja die Emanzipation überhaupt noch nicht richtig verarbeitet. Da habe ich neulich einen Streit gehabt, wankt da so ein Typ vom Stammtisch auf mich zu, im Vollrausch. So ein Vierschröter-Typ Dingolfing mit seinem roten Adernnetzwerk im Gesicht mit 3,4 Promille und zappert mich an und sagt, die Arbeitslosigkeit, die haben wir mit mir nur deswegen, weil die Weiber alle arbeiten wollen. Wenn die Weiber daheim blieben wären, hätten wir mir keine Arbeitslosigkeit. Das stimmt, nicht? Wo er recht hat, hat er recht. Dann habe ich gesagt, gut, dann nehmt ihr unsere Stellen, aber zu unseren Löhnen. Jawohl. Na? Genau. Und dann ist er böse geworden. Dann hat er gesagt, dann hat er... Also vielleicht sollen wir nochmal ins Hochdeutsche übersetzen. Wenn nein, die Frau jetzt ist es schon geklärt. Daheim geblieben ja. Wären, hätte wir keine Arbeitslosigkeit. Wir klatschen nicht so gern bei solchen Sachen, wir Männern, aber wir verstehen. Ja gut, und bitte. Dann hat er gesagt, die Steigerung von Rinderwahnsinn ist die denkende Frau. Da habe ich zu ihm gesagt, weißt du, warum die Männer keinen Rinderwahnsinn bekommen können? Weil sie alle Schweine sind. Sagt er natürlich zu mir, sagt er drauf, Blondinengeschwätz. Und dann habe ich ihn fragen müssen, ob er weiß, warum der Preis des Mannes auf 4,75 Mark stehen geblieben ist. Zwei Überraschungseier und ein Kümmerling. Ja.
Ursprünglich ging es mal um die Krise in unserer deutschen Politik, ja. Mike. Ich wollte nur darauf. Da sind wir jetzt bei Überraschungseiern gelandet. Das ist ein schönes Stichwort. Wie Sie ja zu Hause wissen, telefoniere ich einmal am Tag mit dem Bundeskanzler. Und der Bundeskanzler hat natürlich im Moment ganz andere Sorgen als Arbeitslosigkeit und solche Sachen. Der Bundeskanzler, der hat sich mit den Grünen getroffen. Das heißt, eine Delegation der Grünen war beim Bundeskanzler. Und niemand hat erfahren, was sie sich unterhalten haben. Ich habe natürlich gleich angerufen und gesagt, Herr Bundeskanzler, was haben die Grünen zu Ihnen gesagt? Herr Krüger, ich habe den Grünen gesagt, dass ich persönlich selber auch sehr viel für die Umwelt tue. Und zwar habe ich zum Beispiel meinen Chauffeur angewiesen, wenn wir in unserem Mercedes bei Regen durch unser schönes Land gleiten, dann habe ich zu ihm gesagt, wenn wir unter einer Brücke hindurchfahren, dann sollten wir aus Energiespargründen die Scheibenwischer ausschalten. Mein Vorschlag wäre ja eine Kabinettsumbildung. Ne? Helmut Kohl als Assistent von Alfred Biolek. Ne? Der Theo Weigel, der ist bei der Neuverfilmung quasi der Hauptrolle bei Heidi als Almöhi. Ne? Und Volker Rühr sitzt als Kampfhund bei Bärbel Schäfer zum Thema Spuck meinen Mittelfinger aus. Und regiert würden wir von guten Zeiten schlechte Zeiten. Ja? Da sieht man erstmal die Arbeitslosigkeit, wie wichtig Arbeitslosigkeit ist im Verhältnis Menstruationsbeschwerden in der Cocktailbar. Ja. Mann. Ich frage vor Zeugen Karl Dall, was hast du zu Helmut Kohl zu sagen? Ich sage, Kohl muss Hauptstadt bleiben. Ja. Ist das alles? Null. Dann sag noch mehr. Hier wird man abgefüllt und dann wird man verarscht. Da mache ich nicht mehr länger mit. Meine Damen und Herren, Karl schimpft mit dem Moderator, droht sogar zurückzutreten. Und wir werden uns über Rücktrittsdrohungen auch gleich weiter ausführlichst unterhalten. Bis gleich. Gesicht von Derek denke, dann kommt eigentlich nur ein würdiger Nachfolger für Horst Tappert in Frage. Und zwar Karl. Ich höre dich schon sagen, Harry, hol schon mal die Flasche. Ich habe gehört, der kriegt gar keine Gage mehr, der macht nur noch für Augentropfen. Ja. Aber ich finde es schade. Also wenn Tappert aufhört, das finde ich schade. Die beiden Sätze, die würde ich vermissen einmal im Monat. Also ich kann nur sagen, ich habe mal da reingeguckt in diese allerletzte Folge, in das Drehbuch. Nee, ich kann das mal jemand zum Vortrag bringen. Ach, das wäre schön. Du, Harry. Ja, Stefan. Du, Harry, fällt dir was auf? Ob mir was auffällt, Stefan? Ja, Harry. Ob dir was auffällt? Nein? Stefan, mir fällt nichts auf. Aber mir fällt was auf, Harry. Was denn, Stefan? Dass wir seit 2 Jahren keinen neuen Text mehr haben, Harry. Horst Tappert hat halt gesagt, er hört auf. Nee, das tut mir alles furchtbar leid, aber ich kann sie trösten. Die Tränensäcke wollen weitermachen. Das, meine Damen und Herren, seit fast 25 Jahren, seit rund 6 Jahren ist es her, dass wir eine Vereinigung hatten. Und jetzt wissen wir es, der ostdeutsche Bürger hat viel mehr Spaß an der Vereinigung. Genau genommen am Sex. Viel mehr haben die Ostdeutschen Spaß am Sex als wir Westdeutschen. Warum? Sie sind weniger gehemmt, heißt es hier bei mir, und sie fühlen sich wohler in ihrem Körper. Verstehe ich nicht. Ich fühle mich auch wohler in ihrem Körper. Aber es ist doch klar, dass die Ostdeutschen mehr Spaß am Sex haben. Ja, wir früher 6 Stunden anstehen mussten in der Schlange von Pfund Butter. Ja, der weiß etwas von einem Vorspiel, weißt du?
Ik heb nog een wits. Also, er is een blonde kandidaat in een quiz. Ja, en daar komt die vraag. Welche drei Sachen, was haben diese drei Sachen gemeinsam? Ein Ostdeutscher, ein Westdeutscher und ein Auto. Sagt sie, das weiß ich nicht, ich lag noch nie unter einem Auto. Also ich weiß nur, dass man, wenn man Sex mit einer Ostdeutschen hat, dass man sich dann sehr beeilen muss. Das ist, das, daran sollte man achten, darauf. Ja. Warum denn das? Ja, das ist ja so ein Motto bei den Ossis, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Es gibt noch ein altes Sprichwort in der ehemaligen DDR: Machen Sie nie Liebe, wenn Sie etwas Besseres vorhaben. Das sagt ja schon alles. Was konnte man in der DDR schon Besseres vorhaben damals? Ja? Ich habe zum Beispiel einen Onkel, einen 70-jährigen Onkel in den alten Bundesländern, in den neuen Bundesländern, Entschuldigung, in den neuen Bundesländern. Und der hat zu mir gesagt: Jetzt ist endlich die sexuelle Revolution im vollen Gange und jetzt geht mir die Munition aus. Ja, hör mal, ich meine, bei diesem Bevölkerungsschwund da drüben, ja. Ne? Also wie die sind ja damals vor ein paar Jahren alle zu uns rübergekommen mit den Trabis. Jetzt müssen die sich ja vermehren wie die Karnickel, sonst holen die ja nie auf. Und dass die mehr Spaß haben am Sex, das ist eigentlich auch logisch, weil wenn man beim Geschlechtsverkehr sächsisch spricht, dann kann man sie eigentlich nicht vermehren, nur lachen. Der Empfang in Dresden soll heute sehr gestört sein. Gabile, was sagst ja, denn du? Du hast auch immer so schöne Erklärungen, so ja, mit denen wir alle was anfangen Arbeit. Können. Ich habe Analysen heraufgeschaufelt hier. Ich kann das mal zum Vortrag bringen. Und zwar, ich meine, man muss direkt dabei sagen, wie viel Spaß man am Sex hat. Das hat ja immer damit zu tun, in welchem System man groß geworden Richtig. Ist. Richtig. Ne? So, jetzt pass mal auf. Für als Beispiel. Ja? Diktatur heißt Liebling. Heute Abend haben wir Spaß. Das ist ein Befehl! Ne? Und dann geht es weiter. Demokratie heißt, du Liebling, ich kann heute nicht mit dir schlafen. Ich habe heute ein Koalitionsangebot von Sabine gekriegt. Ne? Und Sozialismus heißt, der VEB Beischlöf konnte in den letzten Monaten den Bearbeitungsrückstand der Geschlechtsakte aufgrund einer Kondomlieferung aus Kuba um 20% verringern. So war das. Ne? Möchtest du vielleicht noch sagen, du weißt, wie ich es mache? Ja, ich weiß sogar, wie du zum Höhepunkt kommst. So, ja, ich das hört sich so an, ungefähr so. Ach nö, lass mich in Ruhe. Nein, ich will und nein. Ach nö, ach nö, ach nö, ach nö, ach, ach ja. Gott, das mag ja mal so gewesen sein. Ich komme zu einem anderen Übel. Zu einem Einheitsübel, das hat nichts mit Einheizen zu tun. Es ist nur ein Übel, was uns alle, sagen wir mal, vereint. Ich spreche von Allergien. Man hat herausgefunden, meine Damen und Herren, jeder Dritte von uns hat Allergien. Jeden Dritten juckt's irgendwie oder... Oder er reagiert auf irgendwas mit Schnupfen oder Niesen. Mir ist heute auch gar nicht so. Jetzt frage ich mal in die Runde, hat ihr erst irgendjemand hier auf irgendwas allergisch? Ja, ich meine, du sagst, jeder dritte Deutsche hat eine Allergie. Ja. Hm? Ja, das stimmt. Guck mal, links und rechts von dir. Ja, also hier eins, zwei, drei. Jeder dritte, eins, zwei. Aber jeder dritte hat eine Allergie. Du hast es. Und die meisten heiraten die dann auch noch. Also, ich muss zugeben, ich habe eine Katzenallergie. Ich bin allergisch gegen Katzen. Ja, was macht ihr jetzt? Problem ist gelöst, sonntags gibt's bei uns jetzt immer Hund. Jörg, ist dir ein Fall von Allergie bekannt? Mir? Dir?
Ja, Allergie ist ja so definiert, es ist eine Art ausschlaggebende Krankheit. Und meine Tochter hat leider eine Allergie, so gegen Gemüse. Also wenn die Spinat isst, hat die immer so grüne Punkte im Gesicht. Ja, jetzt guck mich, ich leide auch unter Allegorien und unter Metaphern. Ne? Aber manchmal, also ist ganz komisch, ja, wenn ich beispielsweise 20 Tafeln Schokolade esse, habe ich hinterher immer Magenbeschwerden. Ja, und diese Gleichgewichtsstörung, nicht? Hast du was? Gleichgewichtsstörung, meine ich. Ach so. Ja, genau. Gleichgewichtsstörungen. Ja. Soll ich nochmal kitzeln? Na gut. Jeder dritte Deutsche leidet an Allergie. Lisa. Jeder dritte Deutsche, ja, wahrscheinlich ist er allergisch gegen die anderen beiden. Ja, nur den Kanzler, den juckt gar nichts mehr. Ja. Ein deutscher Astronaut, meine Damen und Herren, das darf ich Ihnen heute verlesen. Ein deutscher Astronaut ist Rosenmontag ins All gestartet. Name Reinhold Ewald, 40 Jahre, Physiker aus Mönchengladbach. Das Ziel, die Raumstation, und Mittwoch Dr. Soyuz an mir an. An mich heißt das. Mein Gott, der hat an mir angedockt. Ach, an dir auch? Ich frage mich sowieso, warum die eigentlich noch keine Holländer da hochgeschickt haben. Ne? Weil, Rudi, du weißt das auch, auf engem Raum, ja, mit dem chemischen Klo, Hängematte, Mayonnaise aus der Tube, da fühlen die sich doch wie zu Hause, oder? Ich kriege es heute nicht zusammen mit den Themen. Ich darf noch mal wiederholen. Ein Mann aus Mönchengladbach, ein Rheinländer, ist Rosenmontag ins All gestartet. Mein Gott, da muss er was zu sagen zu geben. Ja, war super bestimmt, ne? Wie? Dann haben die da in der Rakete so... Wir lassen da mehr im Weltall, ne? Oder hier, auf die Krater Klingonen, das All wird geteilt, die deutschen Rentner haben sich auch dafür stark gemacht, hier, dass endlich mal der Norbert Blüm in das All geschossen wird. Nee, das ist auch sehr preiswert, weil der passt ja in jede Silvesterrakete. Ja, das ist super. Es hagelt ja nur so von Themen. Wir haben jetzt auch eine Weltrangliste in Bezug auf Eifersucht. Die Eifersüchtigsten sind, meine Damen und Herren, die Türken. Da habe ich eine Prozentzahl. 39% aller Türken beschweren sich, dass ihre Männer so eifersüchtig sind. Bei den deutschen Frauen ist es ganz wenig. Da sind es eigentlich nur 8%, die festgestellt haben, dass die Männer etwas dagegen haben, wenn sie mal einen anderen angucken. Und überhaupt ganz wenig eifersüchtig ist der Holländer schlechthin. Woran liegt das, Karl? Hey, nein, mal, es gibt Themen, die interessieren mich mehr. Dann gibt es Themen, die interessieren mich überhaupt nicht. Ja, das ist das wieder da. Was halt ist denn mit dem aus Thema? Aus solchen Sachen, die politisch sind, halt mich da bitte raus. Mir nicht den Mund verbrennen. Meine Frau gehört dann zu diesen 3%, wie du gesagt hast. Sie war 18, Deutsch, 18. Ne? Die war von Deutsch, Anfang oder? An unwahrscheinlich eifersüchtig. Wir hatten schon bei der Hochzeit männliche Brautjungfern. Also keine Chance bei mir. Ja, das wird still beim Thema Eifersucht. Ja, doch. Der Papst hat sich schon geäußert. Gabi, bei dir, wie ist das Bier mit Eifersucht? Ach, was, also ich persönlich jetzt nicht. Letztens hat mir eine Frau erzählt, also... Wenn sie endlich mal ihren Traummann gefunden hätte, dann wäre das sowieso mit der Eifersucht real. Ich sag ja, wie kann man dir denn da irgendwie bei helfen? Hast du bestimmte Vorstellungen, wie der sein soll? Und dann sagt die für mich, ja, der soll in etwa so sein wie Ilona Christen. Nur ein bisschen weiblicher. Ne? Gut. Ich finde das rasend komisch. Da könnte ich mich drüber einmachen, ehrlich.
Ich würde auch gerne jetzt lachen, aber die Sendung muss weitergehen. Ach so. Und, ja, 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 bitte, du hast Connection zum Vatikan. Was sagt denn nun der Holy Pope? Ja, der Holy Poly. Also der hat, das Wort Eifersucht kam jedenfalls mal vor in irgendeiner... Er hat, glaube ich, gesagt, wenn ein Mönch im Kloster tragt, mach nächtlich, die nächtlich, ein Gelüste packt, morgens dann vor Schmerzen flucht, der hatte dann sein Eifersucht. Ja, der Briefwechsel mit dem bischöflichen Konkordat wird nicht ausbleiben. So. Ja, Lisa, Eifersucht, dein Thema, Mensch. Die Frauen, die darunter leiden, die sind selber schuld. Verstehst du, Jörg? Bei mir hat sich's ausgelitten. Ich vergebe keine Exklusivrechte mehr. Zuerst ist man zu brav und dann zu alt. Bügeln Sie noch mal sein Hemd, gehen Sie fremd, gehen Sie fremd. Außerdem ist es ein Unterschied, ob ein Mann fremd geht oder eine Frau. Weil die Frauen von Natur aus polygam sind. Weißt du, was das heißt? Polygam kommt aus dem Griechischen und heißt auf Deutsch Mehrzweckhalle. Das finde ich genauso lustig. Das ist meine Masche. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ist es auch amtlich. Wir wissen, er ist jetzt Vater geworden in L.A., hat sich bestätigt. Es gibt jetzt einen zweiten Jackson. Michael mit Vornamen soll ganz süß aussehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber es gibt Leute, die behaupten, er soll seinem Vater mit den Jahren immer ähnlicher werden. Der Vater ist Mike, oder? Mike. Ja, Michael. Und zwar ist das ja dann wahrscheinlich das erste farbige Kind von weißen Eltern. Und das Problem für Michael ist jetzt, er muss jetzt einen Bluttest machen, weil es muss jetzt herausgefunden werden, ob das Kind wirklich von ihm ist, wegen der Erbfolge und sowas. Weil am Gesicht von Michael kann man das ja nun leider nicht mehr erkennen. Aber diese vielen Operationen, die Michael hinter sich hat, die haben natürlich auch was Gutes. Wenn der Kleine jetzt nachts schreit, dann kann Michael seine Nase abnehmen, ihm der Schnuller geben. Also von daher, im Hause Jackson soweit alles okay. Das habe ich auch gehört. Michael Jackson hat da danach Wuchs gekriegt. Man weiß ja jetzt wirklich nicht, wer der Vater ist. Ob Michael Jackson oder Latoya Jackson oder der Affe. Ne? Ich habe das mal hier. Also ich meine, eine gewisse Ähnlichkeit ist ja doch schon vorhanden, muss man ja sagen. Ne? Weil schade ist eigentlich auch, dass Michael sehr starke Probleme hat beim Wickeln des Kindes, weil er tut die Windel immer über den Kopf als Mundschutz. Verstehst du? Muss ja auch erst mal üben. Ne? Eine volle Windel vors Gesicht? Nee, vorher! So. Vorher! Wenn ich jetzt mich noch um diese Ereignisse der letzten Woche kümmere, dann frage ich mich natürlich, wo wir uns so lange nicht mehr gesehen haben. Was haben wir so alle so in den letzten zwei Monaten gemacht, Mike? Du, was hast du so gemacht in den letzten zwei Monaten? Erzähl also mal. Ohne euch weiß ich gar nicht, was ich so machen soll. Siehst du? Also ich habe ohne euch eigentlich nicht viel gemacht. Aber was mich bewegt hat in den letzten Wochen war also dieses Desaster im Davis Cup. Ja, ohne Becker und Stich. Mhm. Die haben sich ja sozusagen gedrückt. Sie kriegen zwar riesen Kohle vom DTB, aber die spielen nur, wenn sie Lust haben. Becker hat gesagt, also ich muss mich mehr um meinen Sohn kümmern. Ne? Ja, kümmern mal, Simone. Ja, du bist jetzt Boris. Ach so. Also, ich bin der Sohn. Ja, das ist klar. Ja. Noah, na, ich wollte sagen, Noah, so, sag mal, was sollst du immer sagen, wenn du so in der Scheiße steckst? Das soll ich sagen, Nutella, Nutella. Ja, genau. Ich bin nämlich ein Wunderkind. Ich spreche mit 3 Jahren schon so wie der Papa heute. Aber dank der neuen Rechtschreibereform dürfen jetzt alle Leute so schreiben, wie ich spreche. Aber jetzt machen wir mal einen kleinen Test mit dir, Noah. Sag mal, Grammatik, sag mir mal ein Bindewort. Ein Bindewort, ja. Papa. Da habe ich viel drüber nachgedacht, auch im Kopf. Ja. Aber da ist mir jetzt keins eingefallen. Ah, du blöd, Camellia. Ja. Genau. Aber noch ein Test. Noch ein Test. Und Rechtschreibung. Noch ein Test aus dem Duden. Sag mal, Noah, wie trennt man Pitbull-Terrier?
Ja, das weiß ich, Papa, mit einem Eimer Wasser. Meine Damen und Herren, ich frage jetzt nur noch schnell, Gabi. Gabi, ganz kurz zum Abschluss. Ja. Was hat denn dich diese Woche bewegt? Was mich wirklich bewegt hat, ist, ich habe die Bild-Zeitung gelesen, also letzten Sonntag, da schreibt der Herr Lauterbach, nee, das war rasend komisch, also wörtlich. Kürzlich haben wir in Hamburg eine Hafenrundfahrt gemacht, also er und seine Frau. Wir haben uns ein Boot gemietet, nur für uns, Shampoos getrunken und einen Hummer geknackt. Wir leben eigentlich ganz normal. Nee? Also ich muss wirklich sagen, mein lieber Herr Lauterbach, im Zeitalter von 4,6 Millionen Arbeitslosen finde ich das sehr mutig. Und ich muss noch was dabei sagen. Falls Sie demnächst noch eine Bootsfahrt machen sollten, passen Sie auf, dass die Ihnen nicht in das Boot kotzen. Dazu kein Kommentar, bis gleich. Bin ich, Entschuldigung, Jörg, pass mal auf, es ist so, ich bin hier ein bisschen durcheinander gekommen. Ich habe gehört, du machst 7 Tage ein paar von uns sehr schön nach. Könntest du inzwischen mal übernehmen? Ich muss hier meine Sachen ordnen und gleich die Verabschiedung. Wo ist denn die Kamera? Ja, meine Damen und Herren, ein Thema ist ja noch übrig geblieben. Das geistige Ozonloch über Deutschland. Furchtbar. Frag doch mal den Karl Dall. Was sagst du dazu? Mit so ganz spontan. Ja, spontan geht gerade nicht, weil ich habe meinen Spitzzettel nicht dabei. Oder fragen wir jetzt mal, dass Gabi Köster in ihrer unnachahmlichen Art geistiges Ozonloch. Was sagt dir das, Gabi? Ja, es ist Ozonloch. Ja, und ich weiß ja nicht, was das sein soll. Ich habe nicht im Kopf, aber ich komme jetzt nicht drauf. Ja, da fragen wir noch jetzt zum Schluss. Zum Schluss den großen Mann des deutschen Fernsehens. Da sitzt er ganz gelassen und weise. Da kommt jetzt eine Mörderpforte, kommt er noch von Rudi Carrell. Sag du mal was dazu, jetzt kommt das Schlusswort. Das bringt es. Aber Rudi, sag es. Leck mich im Arsch. Rudi fand ich sehr gut getroffen. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich verabschiede mich 7 Tage, 7 Köpfe, die erste Sendung 1997. Ich muss Ihnen sagen, ich fühle mich wirklich in einer absoluten Glückseligkeit. Und das auf Deutsch heißt Happiness. Und das können Sie gleich 45 Minuten lang sehen. Viel Spaß bei Happiness.